Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil 3. Und ja, liebe Freunde, wir waren hier beim letzten Mal mit Carlos unterwegs gewesen. Er hat uns einen Impfstoff beschafft, um Jill, damit es Jill wieder besser geht, obwohl Jill jetzt ja noch den Virus in sich trägt. Und das könnte jetzt ein bisschen interessant werden, ein bisschen viel interessant werden, weil... Schaut euch das an, ich befürchte... Wir haben hier tatsächlich zu wenig Muni für alles. Weil wenn das alles ist an Muni, dann... das wird jetzt spaßig, sage ich mal. Weil ich habe tatsächlich ein Video gesehen. Und das, was jetzt kommt, das könnte happig werden. Alles klar. Aber gut, Freunde, gehen wir weiter. Neue Aufnahmesession, neues Glück. Wir müssen einfach laufen, weil Nemesis rennt hier rum. Einfach vor ihm abhauen. Ja, ja, da kommt er. Nemesis, hi. Yo, direkt vorne. Direkt nach vorne auch noch. Er hat die Tür kaputt geschlagen. Was ist denn mit dem los? Ja gut, den jetzt zu machen, da habe ich wirklich keine Munition für. Oh Gott. Ja, jetzt haben wir natürlich Nemesis hier am Hintern. Aber da können wir einfach abhauen. Da ist er. Da ist er schon. Oh Gott. Mein Gott, die Games sind heute aber auch extrem schwer. Ich habe eben eine Empire Earth Session gemacht und da war es auch schon so blöd, ey. Sind heute echt schwer, die Games. Die machen es mir nicht leicht heute, aber gut. Einfach durchlaufen, komm. Da ist er schon wieder. Alter, ist der schnell. Jill, lauf doch in die Tür. Lauf doch in die Tür da rein, was machst du denn? Oh Gott, er hat zum Glück daneben gehauen, ey. Okay. Jetzt ist er hier auch noch hinter uns her. Wir müssen einfach hier raus, Freunde, hier, wo Carlos rausgegangen ist, weil da war ja der Park draußen, ne? Und da müssen wir hin. Und, so. Wir haben es geschafft. Da rennen noch Zombies rum. Warum rennen da noch Zombies rum, bitte? Okay, Dietrich benutzt uns rein hier. Verdammt. Warum rennen da noch Zombies rum? Nemesis kann da gerne in dem Haus versauern, ist mir scheißegal. So, wir haben jetzt hier einen Safe-Raum. Ja, ihr merkt, ich bin heute ein bisschen auf Krawall gebürstet. Das liegt aber auch daran, was bei Empire Earth passiert ist. Einfach zu krass. So, was haben wir denn hier? Oh, geil. Granaten. Okay, die können wir sehr gut gebrauchen, glaube ich. Da liegt noch mehr. Gott sei Dank. Möchten Sie das nehmen? Parkschlüssel. Oh ja, Freunde. Jetzt geht's nämlich ab. Jetzt geht in dem Park, da geht's nämlich ab. Scheint kaputt zu sein. Ja, guckt euch das an. Wir werden hier auf was vorbereitet. Mit 12 Granaten. Nichts Besonderes. Gut, Freunde. Farbbänder haben wir hier nochmal. Okay. Da ist noch ein Foto. Foto E. Die Zombies greifen an. Ganz toll. Ganz tolles Foto, ne, Jill? Ganz toll. Aber gut, Freunde. Ja, nichts Besonderes. Ich freue mich, dass ihr wieder hier dabei seid bei Resident Evil 3. Wie es jetzt wirklich, glaube ich, schnellen Schrittes aufs Ende zugeht. Jawohl. Weil tatsächlich viel kommt nicht mehr. Die lege ich mal wieder raus, den Dietrich. Viel scheint jetzt tatsächlich nicht mehr zu kommen. Und deswegen, ja. Kombi. So. 17 Schuss mit dem Granatenwerfer. 16 Schuss mit der Shotgun. Ich meine, munitionstechnisch haben wir keine Gefriergranaten mehr. War doch noch, oder? Wir haben keine Gefriergranaten. Oh. Ja, gut. Trotzdem. Munitionstechnisch geht es uns nicht am schlechtesten. Alles klar, Freunde. Da geht's ab in den Park. Ich werde diese Zombies hier nicht machen. Geh weg. Weil, wir müssen hier nie wieder hin.
Ja, doch die hier im Weg sind, die muss ich natürlich machen, ganz klar. Wir müssen hier tatsächlich nie wieder hin, Freunde. Wir gehen in den Park. Parkschlüssel benutzt und weg damit. Genau, Jill. Neues Gebiet hier. Der Park. Alles klar. Dann sind wir mal gespannt. Hä? Was ist das denn jetzt? Was sind denn jetzt diese kleinen Dinger da? Ich hatte hier mit was anderem gerechnet, aber ist okay. Geh weg. Geht einfach weg. Ich hatte jetzt mit was anderem tatsächlich gerechnet. Aber gut, wenn es hier nur die kleinen Dinger sind, dann ist das ja nicht so verkehrt. Wartet mal, gucken wir uns mal erstmal um. Gut, wir haben hier ein Viereck, okay. Wenn es hier tatsächlich nur die kleinen Dinger sind. Ich habe hier mit was ganz anderem gerechnet, Freunde. Liebe zu... Ah gut, dann mache ich die jetzt halt kaputt. Dann mache ich die jetzt kaputt. Los, Jill, schmeiß das Ding weg. Hallo? So. So. Dann mache ich jetzt diese kleinen Dinger halt kaputt. So. Gut. Ah nein, nicht nachladen. Verdammt, Jill. Hallo? Hallo? Hallo, gehst du mal weg? So. Ich möchte ins Menü, bitte. Da ist das Spiel jetzt aber gnädig zu uns, weil ich habe ein Video gesehen und da kam tatsächlich Hunter hier. Ja, Freunde, da kam Hunter im Park. Das Spiel ist jetzt gerade sehr gnädig. Ach du Scheiße, wie viel kommen denn dann noch? Okay, das sind so kleine Mini-Würmer hier, ne? Wenn ihr euch diese fieser Viecher mal anguckt. Aua, ja, da verschieße ich aber auch gerade ziemlich meine Shotgun-Muni dran. Aber okay. Immer noch besser als Hunter. So, wo, was? Was haben wir denn hier? Wir haben hier... Da möchte ich aber erstmal noch nicht hin. Ich möchte erstmal hier bleiben. Was haben wir denn hier in diesem schönen Park, ja? Nur, dass es regnet, gefällt mir gerade nicht. Oh, guckt mal. Da liegen noch die Gegner rum. Okay. Ich mag nämlich kein Regen spielen, weil das ist immer ungemütlich. Aber gut. Dann haben wir hier erstmal nichts. Okay. Interessant. Was ist hier? Ist das hier irgendwas? Nö. Gehen wir erstmal hier in diese Tür rein. Und ja, Freunde, hoffe ich, dass euch das nach wie vor gefällt hier, das Resi 3. Ja, wie wir hier weiter uns hier durchschlagen. Eine Parkkarte. Och. Ah, guck mal, das ist ja noch riesengroß, das Gebiet, wa? Okay. Sie haben jetzt genommen Parkkarte. Alles klar. Bitte werfen Sie Müll in den Mülleimer. Ja. Oh, guckt mal. Sieht aus, als wäre dort nur noch eine Baustelle. Okay. Ah, das ist sehr gut. Schaut euch das an. Drei grüne Kräuter hier. Wunderbar. Jawohl, Jill. Ich glaube, die werden wir noch brauchen. Glaub mal. Wir haben zwar jetzt mittlerweile echt genug Heilung, aber man kann sich bei dem Teil nie zu sicher sein. So, dann Kombi damit. Und dann haben wir wieder 4 Schuss. Da haben wir unsere Shotgun benutzt. Ist doch cool, oder? Oh, was ist das denn? Das Aussehen der Fontäne verändert sich je nach Kombination der Hebel. Ui. Okay. Das ist ein Rätsel. Set the Gears and press Start Button. Was müssen wir denn hier machen? Ein Schallpult für die Fontäne. Und diesen Deckel öffnen? Ja, mach mal. Ui. Okay. Ich lasse es jetzt erstmal so. Da passiert nichts. Ja, weil es schon... Oh doch, es passiert doch was. Okay.
Jetzt ist sie an. Wartet mal, jetzt ist die Fontäne an. Hier ist jetzt Wasser drin. Ja. Ach, guck mal hier. Ach, okay. Ah. Befolgen Sie die Zeichnung von, um den Pool zu leeren. Okay, die schwarzen oben und die weißen unten. Interessant. Kriegen wir noch was, wenn wir die anderen Kombinationen machen? Ich glaube nicht. Wir müssen nur den Pool leeren. Okay, Freunde, dann. Die schwarzen oben, die weißen unten. Ach, guck mal, da ist was anderes da. Hm, ja, dann mach mal. Die schwarzen oben, die weißen unten. Ach, guck mal, man hat 6 Züge. Und ich hab's schon. Nee, hab ich nicht. Verdammt. Verdammt. Das war falsch. Da passiert nichts. Ja, ja. Ah, wir haben nur 6 Züge. Okay. Hm, interessant. Die schwarzen müssen nach oben auf jeden Fall. Verdammt. Kann ich hier auch raus, oder? Nee. Okay, ich hätte jetzt noch einen Zug mehr gebraucht. Gut. Das Ganze ist ein bisschen Trial and Error gerade. Zack. Ah, ich hab's, glaube ich. Ah, sehr gut. Wir haben's, Freunde. Wir haben's. Wunderbar. Das heißt, das Wasser sollte jetzt ausgesaugt werden. Jawohl. Wunderbar. Dann kommen wir hier weiter. Wieder in eine Leiter. Oh Gott, Freunde. Ich hasse ja so Leitern in Resident Evil, ne? Uncool, aber gut. Möchten Sie die Leiter runterklettern? Ja, mach mal, Jill. Mach mal. Mal gucken, was uns da unten erwartet. Auf jeden Fall ekliges Wasser. Kanalisation. Oh Mann. Okay. Boah, ist das widerlich hier. Ich will hier raus, Leute. Was geht jetzt ab? Was geht ab hier? Hallo? Was ist das? Oh Gott, das sind wieder so kleine Dinger. Ja gut, aber die lasse ich jetzt einfach mal. Um Gottes Willen, ey. So, was machen sie denn hier mit mir? Aha. Jetzt sind wir zum Glück wieder draußen. Wieder in einem quadratischen Gebiet. Was ist das? Das sieht aus wie so ein... Was? Ein Zombie, guck mal. Wie geil der Effekt einfach nur ist. Ich glaube, wir sind auf einem Friedhof. Guckt euch das an. Da kommen die aus dem Boden raus. Krass. Das ist liebevoll gemacht von Capcom, ey. Echt. Hier ruht James Otto in liebevollem Gedanken seine Familie. Okay. Das ist cool, guckt mal. Auf dem Friedhof kommen natürlich auch die Zombies. Ja, das ist natürlich logisch, klar. So, dann... Ach du Scheiße, der eine ist aber schnell. Okay, und hier beide weg. Das war doch mal gut. Das war doch ausnahmsweise mal gut. Alles klar. Dann gibt's hier noch irgendwas. Boah, wir watschen hier durch den Friedhof bei Regen. Guck doch, was ich da hinten sehe. Wartet mal, geh mal zurück. Hey, ich habe da hinten was im Schatten gesehen, das was mich sehr freut. Und zwar ein rotes Kraut, Freunde. Einfach nochmal zurück. Genau, hier waren wir ja noch gar nicht, ne? Fahrt. Oh Gott. Oh Gott, wie viele? 3 Stück. Ne, 2 Stück. Das sind auch 2 Stück. Okay. Ah, verdammt. Oh, hast du jetzt aber gebissen hier? Oh, beide weg. Alfred Combs. 1923 bis 1986. Muss uns das jetzt irgendwas sagen? Oh, das sind sogar 2. Oh mein Gott, wie geil.
Es sind sogar zwei rote Kräuter. Hammer. Richtig Hammer. Rotes Kraut. Ja, Mann, Freunde. Das heißt, wir haben wieder richtig gute Heilung hier. Ach, Gott sei Dank. So. Heilungstechnisch sind wir jetzt echt gut unterwegs. Drei Vollheilungen. Ah, sehr schön. Haben wir sonst noch irgendwas hier? Nö, sonst erstmal nicht tatsächlich. Okay. Da müssen wir mal da hinten in die Tür rein. Es ist so cool mit die Animation mit den Zombies, ey. Echt interessant. So, was haben wir denn? Verschlossen! Warum ist denn das? Das ist verschlossen! Jetzt sag mir bitte nicht, dass wir den Dietrich brauchen. Verschlossen. Auf dem Schild steht Friedhof Raccoon Park. Okay. Dann müssen wir uns nochmal woanders umgucken. Nochmal weg hier von dem ganzen Friedhof. Ich meine, wir haben ja alle Zombies jetzt hier gekillt. Das heißt, das sollte eigentlich kein Problem darstellen. Oh Mann, wieder durch die scheiß Kanalisation dazu. Oh Gott. Aber gut, Freunde. Muss halt sein. Dann müssen wir nochmal durch den anderen Weg da. Was? Jetzt sind hier auf einmal Spinnen. Ach wie krass. Ja gut, okay. Aber die machen ja nichts. Ne, die Spinnen können wir ja hier in Ruhe lassen, tatsächlich. Die machen ja nichts, oh Gott. Boah, sind die eklig. So riesen, menschengroße Spinnen hier. Naja, okay, Freunde. Weiter geht's. Und ja, geht's euch gut soweit? Mir geht's sehr gut. Nach wie vor an diesem Sonntagabend hier unterwegs. Hab jetzt gerade eben sehr lange tatsächlich Empire Earth gespielt. Und naja, morgen wieder arbeiten. Aber ja, kriegen wir schon hin. So, hier ist ja alles leer, ne? Okay. Dann war ja hier noch ein Weg, genau. Dann gehen wir da mal hin. Mal gucken, was uns da erwartet. Noch mehr Park-Action wahrscheinlich. So, hier hören wir Frösche. Was ist... Um Himmels Willen! Um Himmels Willen, was ist das denn? Hunter! Nee, das ist irgendwas an... Das ist irgendwas anderes. Oh, scheiße. Oh Gott. Das muss ich jetzt aber wegmachen, weil das ist... Das ist was anderes. Das sind keine Hunter. Die machen nur dieselben Geräusche, aber das sind keine Hunter. Die sind auch viel schwächer als die Hunter. Das sind Frösche. Das sind mutierte... Ah. Das sind die Viecher aus dem Krankenhaus. Das sind mutierte Frösche. Oh Gott. Na gut. Das ist ein bisschen widerlich. Aber gut, Freunde, lassen wir uns davon nicht beirren. Die sind mit einem Schuss kaputt. Alles klar, Freunde. Was höre ich da wieder? Ich höre da irgendwas. Ein Hund! Oh Gott, warum sind denn hier Hunde? Verdammt nochmal. Oh, ich bin gelb. Hunde mache ich aber jetzt nicht mit dem Granatenwerfer weg. Nein, nein, nein. Oh Gott, hast du was für uns? Aha. Parkschlüssel. Okay, das ist wahrscheinlich für den Friedhof da hinten. Er hält etwas fest. Schriftlicher Befehl an den... Super, an die Supervisorin. Supervisoren, okay. Von Umbrella wieder irgendwas. Missionsbedingungen. Bravo 16. Erstens, hier ein Exemplar sämtlicher Informationen in Zusammenhang mit diesem Fall besorgen und sichern. Kampfdaten über UBCS überwachen und aufzeichnen. Ah, das sind die Söldnertruppe. Zweitens, alle Beweise einschließlich medizinischer Anlagen mit Daten über die medizinische Behandlung vernichten. Drittens, Fähigkeiten des Probanden überprüfen, ob er die Aufgabe erledigen kann. Wenn der Auftrag beendet ist, Gebiet evakuieren. Es ist nicht erforderlich, irgendjemandem zu helfen, der kein Supervisor ist.
Ah ja, okay, Herr Müller. Noch irgendetwas mitzubringen, dessen Ursprung sich zurückverfolgen ließe. Umbrella will also wieder alles verstecken hier. Oh Gott, geht bitte. Ach du Scheiße. Was macht ihr denn jetzt hier? Ach, um Himmels Willen, ihr macht mich hier noch fertig. Da ist noch jemand. Aua, ich muss die, glaube ich, weg. Ich muss die mit dem Granatenwerfer wegmachen, ja. Die nervigen Viecher hier, ey. So, nochmal. Ach man, ihr nervt. So, da muss ich jetzt halt meinen Granatenschuss für opfern. Ja, damit wir hier ein bisschen Ruhe haben. So. Verdammt, ich wollte die gar nicht. Egal. Das ist das hintere Tor zum Raccoon Park. Es ist verschlossen. Mhm. Da kommen wir also erstmal nicht weiter. Was hast du? Guckt mal. Munition für unsere Magnum. Ach ja, wie geil. Ja, Gott sei Dank, Freunde. Das lohnt sich dann doch, dass wir hier die Granaten... Bitte, guck mal, der Hut, der Arme, ey. Der brennt sich dahin ab. Aber gut, Freunde, da müssen... wartet mal, was steht da? Mo? Mo 505. Brauchen wir jetzt eine Mo-Disc, oder wie? Nee, glaub nicht, das ist einfach nur Zufall. Aber gut, Freunde, hier in dem Park haben wir zum Glück alle Gegner platt gemacht. Doch mit unserer, oh sorry, ich hoffe, das habt ihr jetzt gerade nicht gehört, ey. Oh Mann. Mit unserer, knapp bemessenen Muddy hier. Aber ich habe da gesehen, dass dahinter ein Safe-Raum ist, hinter der abgeschlossenen Tür im Friedhof. Deswegen würde ich vorschlagen, gehen wir da jetzt noch schnell hin. Gucken uns den Raum noch an und dann haben wir auch schon wieder das Folgenende erreicht. Meine Güte, das geht echt immer schnell. Aber okay. So, das war ja hier vorne direkt, ne, hier runter. Genau, das haben wir ja schon gemacht. Alles klar, hier vorne her, Freunde. Wieder an den Spinnen vorbei. Ich weiß nicht, da habe ich irgendwie keine Lust, die zu machen. Also die wegzumachen. Wozu auch? Die machen doch gar nichts. Die laufen doch nur da rum. Guckt euch das an, die tüppeln nur hier rum. Die machen gar nichts. Oh Gott, außer die hier oben. Die könnte... Nee, okay. Danke. Die Spinnen werde ich niemals erledigen. Da können wir schön dran vorbeilaufen, ja. Bisschen Muni sparen. Und ich glaube nämlich tatsächlich, da wir nur noch eine Karte haben. Und der Park da hinten in ein neues Gebiet führt, glaube ich, dass das finale Gebiet wird. Und das könnte nochmal anstrengend werden. Deswegen möchte ich am besten jetzt jegliche Munition sparen. Alles klar. So. Ja, sehr gut. Brauchen sie nicht mehr. Und weg damit. Alles klar, Jill. Was haben wir denn hier? Dein Gartengerät. Oh mein Gott. Das ist richtig gut, was ich da gerade gesehen habe. Das ist Feuerholz, das Feuer fangen könnte. Von der Rückseite des Kamins kommt ein Luftzug. Oh Mann, Freunde, da liegt ganz viel. Oh, jetzt sind wir gerettet. Jetzt sind wir echt gerettet, weil darauf habe ich nur gewartet, dass wir irgendwie sowas finden. Die Werkzeuge für die Wartung. Möchten Sie es nehmen? Eisenrohr. Lass mal erstmal. Wir können in den Safe-Raum. Doch, dann nimm das mit, Jill. Oh, cool. Wir können uns endlich mal Munition zusammenmischen. Oh, sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann mach das bitte, Jill. Ich werde mir jetzt nämlich ganz viel Pistolenmunition machen. Einfach... Och, guckt mal. Jetzt haben wir ja echt nichts mehr zu befürchten, Freunde. Oh Mann. Gott sei Dank, wir haben ja einen Safe-Raum. Getrockneter Kürbis liegt, ist hier abgelegt. Jo. Wir haben ja noch einiges an Munition und wir haben da dieses Doppel-A-Pulver.
Ne? Und die werde ich aber sowas von rausnehmen. Die auch. Das auch. Weil dann werden wir uns jetzt nämlich sehr viel Pistolenmunition machen, weil die Pistole, die wir da oben haben, ist, soll wirklich sehr, sehr, sehr gut sein. Das habe ich auch schon mitgekriegt, dass die manchmal einen Crit-Schuss machen kann. Und, ja, das möchte ich mir jetzt bitte zunutze machen. Rüste bitte die Handgun aus, Jill. Die Granatenwerfer möchte ich mir noch aufsparen. Sehr gut, aber wir haben hier einen Safe-Raum. Das heißt, wir werden hier die Folge beenden. Aber ich möchte erstmal nochmal... Genau hier. Da habe ich nämlich auch gesehen, dass man hier tatsächlich... statt jetzt tatsächlich wieder auf Eisgranaten zu gehen, wobei die sehr gut sein sollen, aber ich habe lieber Sicherheit mit der Handgun. Deswegen, Freunde, möchte ich mir mal... Ich habe jetzt hier gerade mal gespeichert, aber Doppel-B und A mischen. Weil Doppel-B und A eine Mischung aus zwei Teilen Pulver-B und ein Teil Pulver-A kann mit dem Nachfüllgerät kombiniert werden. Ja, genau. Weil das hier gibt nämlich verbesserte Munition. Kann man die mit dem... Wartet mal. Scheiße, das klappt nicht so, wie ich das will. Verdammt. Mist. Ich wollte das eigentlich... War das dann AAB? Wartet mal. Irgendwie eine Kombination gibt es, wo es richtig viel Munition gibt. Das sind einfach nur 22 Shotgun-Schuss. War das dann so? Verbesserte Munition. Nee, die brauche ich nicht. Weil diese verbesserte Munition, die kann man nur mit der normalen Handgun benutzen. Das heißt, wir müssen hier tatsächlich... Das gibt aber nur... Hä? Wartet mal. Ach. Man kann es auch so machen. Und dann hier Kombi hiermit. Möchten Sie die verbesserte Munition herstellen? Nein. Ha, guckt mal. So haben wir nämlich das, was ich haben wollte. Oh Gott sei Dank. Ey. Ich wollte schon sagen, weil diese verbesserte Munition, ich weiß nicht, die kann man nur mit der normalen Handgun benutzen, aber mit der normalen Handwaffe werde ich jetzt nicht mehr rumlaufen. Deshalb werde ich das jetzt nutzen, tatsächlich. Da möchte ich nämlich keine verbesserte Muni, sondern ganz viel Munition für die Handfeuerwaffe. So, weil die ist wirklich Bombe, diese Waffe. Und deswegen liegen gelassene Flaschen. Und deswegen, ja... Habe ich das jetzt so gemacht, wie ich es gemacht habe? Halt wegen den Crit-Treffern. Ne, weil diese Crit-Treffer, habt ihr ja auch schon gesehen, die sind richtig stark. Und jawohl, Freunde. So, dann haben wir jetzt hier unser Pulver auch aufgebraucht. Und dann geht es beim nächsten Mal tatsächlich weiter. Die werde ich nochmal zusammenmischen. Haben wir 6 Magnum-Schüsse. Ist auch sehr gut. Aber wir haben eigentlich... viel Munition. So. Und das ist sehr gut, dass wir jetzt so viel Handgun-Munition haben, weil die... Nein, die werde ich nicht benutzen. Könnte mal ein bisschen aufräumen hier drin, aber... Nein. Da habe ich jetzt keinen Nerv für, sorry. Ja, wobei, es ist relativ aufgeräumt. Einmal Pulver C hätten wir noch. Für Granaten. Na gut, Freunde, ich bin ja in der Hoffnung, dass jetzt hier noch irgendwo noch einmal Pulver kommt. Aber gut, Freunde, dann würde ich einfach mal sagen, jo, wie es hier weitergeht, sind wir dann beim nächsten Mal. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen, erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche euch auch einen schönen Abend oder schönen Tag.
Ne? Tschüss.